Hallo Berlin, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen im Livestream. Wir dürfen heute etwas über einen Container erzählen. Klingt trivial, ist es aber nicht. Wir, Anna und Thomas, wir wären eigentlich zu dritt mit Katharina Fink, die leider spontan krankheitsbedingt nicht hier sein kann. In diesem Sinne aber liebe Grüße an dich, Katha, du bist das Mastermind des Projekts. Genau, und wir sprechen heute auch über Bewegung und wie wir es geschafft haben, einen wirklichen Mehrwert für die Linzerinnen und Linzer zu schaffen. Aber damit ihr alle einen Eindruck davon bekommt, wo der Entertainer genau lokalisiert ist bei uns, möchten wir euch hier einen kleinen Einblick zeigen. Ja, und das ist also der Entertainer, ein simpler Container und dabei doch viel mehr. Im Prinzip das Ergebnis einer ungewöhnlichen Idee, die das Ziel hatte, eingeübte Denkmuster aufzubrechen, was, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, nicht allzu einfach ist. Entsprechend groß war auch die Skepsis bei uns intern in der Verwaltung. Und der Tenor war, was stellen die hier für ein sinnloses Teil mitten vor das Rathaus? Es ging ganz schnell von der ersten Konzeptidee, bis das gebrandete Teil hier gestanden ist. Die Frage ist allerzeit, wie wird das entsprechend weiterentwickelt? Die Frage ist, warum eigentlich? Warum stellen wir hier einen Container mitten vor das Rathaus? Nun, viele kennen das vielleicht. Öffentliche Verwaltungen stehen ja nicht im Ruf, wahnsinnig veränderungsbereit zu sein und sehr agil. Das stimmt bisweilen und hat auch Auswirkungen nach innen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Selbstbild, was die Arbeit betrifft, aber auch in den Auswirkungen in der Wahrnehmung der Bürgerinnen gegenüber ihrer Stadt. Aus dem Grund hat Linz sich im letzten Jahr nach einem langen Prozess eine neue Verwaltungsstrategie gegeben, die sehr modern ist, sehr menschenzentriert und auch das Ziel verfolgt, Silo-Denken zwischen den Abteilungen und den Geschäftsbereichen innerhalb der Verwaltung aufzubrechen und Menschen mitzunehmen, ein bisschen Grenzen einzureißen, wenn man möchte. Die Kernfragen, die sich dabei ergeben haben, waren, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem behördlichen Elfenbeinturm zu holen, einerseits, und andererseits, wie können wir als Stadt niederschwelliger, serviceorientierter und nahbarer für die Bevölkerung werden. Trocken formuliert könnte man sagen, wir wollten ein integriertes Werkzeug für die interne und externe Kommunikation schaffen. Vom Konzept bis zur ersten Umsetzung hat es für uns ein paar Wochen harter Arbeit gedauert. Für euch dauert es jetzt nur ein paar Sekunden. Wir schauen mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, ihr konntet euch gerade den Aufbau des Entertainers ansehen, in kurzer Version. Aber was hat der Entertainer jetzt wirklich gemacht bei uns, mit uns? Unsere Abteilungen haben begonnen, abteilungsübergreifend miteinander zusammenzuarbeiten. Es kam tatsächlich auch zu einem Out-of-the-Box-Denken innerhalb der Abteilungen. Sie haben sich selbst hinterfragt, nämlich sie haben insofern hinterfragt, wie können wir unser Tun den Bürgerinnen auf niederschwellige Art und Weise unsere Serviceangebote und unsere Informationen näher bringen? Und wir haben Projekte wie zum Beispiel die Smartphone-Tage im Entertainer gehabt, die Unterstützung beim digitalen Amt oder auch das Angebot unserer Lehrlinge wurde präsentiert. Und sehr oft bekamen wir auch zu hören,
wow, ich habe gar nicht gewusst, dass meine Stadt so etwas anbietet. Das hat uns auch sehr fasziniert. Genau, wir haben es geschafft. Wir haben es insofern geschafft, wir haben die Verwaltung sichtbarer gemacht. Auch in Zeiten der Mitarbeiterinnenknappheit ist es sehr interessant, auch zum Thema Employer Branding. Und das hat der Entertainer auch mit sich gebracht. Der Magistrat konnte sich einfach anders präsentieren und neu präsentieren. Zusammenfassend, viele legen heutzutage den Fokus rein auf Digitalisierung. Und wir haben insofern beides. Wir haben das Analoge, aber auch das Digitale. Wir haben die Verwaltung ansprechbar, spürbar, angreifbar und hörbar gemacht, indem wir zusätzlich zum Entertainer einen Podcast der Stadtcafé Linz auch entwickelt haben. Nach einem Jahr Entertainer wissen wir, es ist tatsächlich Bewegung hineingekommen in den Magistrat, also sowohl innen als aber auch nach außen. Und wie wir das Ganze gemacht haben und wie das aussieht, wenn diese Projekte oder die Abteilungen ihre Projekte dort präsentieren, möchten wir euch im nächsten Video zeigen. Ja, ihr konntet sehen, es waren nach einem Jahr harter Arbeit viele Highlights dabei, viele Gipfelsiege, wenn man so möchte. Unser persönlicher Gipfelsieg, man kann es hier sehen, war die Freude nach unserer Adventaktion, wo wir den Entertainer zum Adventertainer mutieren ließen. Der Magistrat Linz hat eine Spendensammlung für bedürftige Familien in Linz zu Weihnachten veranstaltet. Sämtliche Abteilungen haben mitgeholfen, viele hunderte Mitarbeiter. Und das Ergebnis war ein prall gefüllter Container voll mit Sachspenden, lachende Kinderaugen und was genauso wichtig war, auch stolze Kolleginnen. Und manchmal passieren so unerwartete Gipfelsiege. Eine dieser ist die Chance, hier unser kleines Projekt zu präsentieren, von dem man am Anfang niemand geglaubt hat, dass wir es hinkriegen, erstens, und dass es zweitens auch einen Impact hat. In diesem Sinne ein Danke an die Community für das Voting, war ein schönes Zeichen der Anerkennung. Ja, und nachdem wir ja heute über Bewegung sprechen, wie wir alle wissen, Bewegung ist gesund, kann aber auch manchmal wehtun, also Stichwort Muskelkater. Und das gilt auch für Veränderungen in Organisationen, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben gemerkt, die Arbeit war nicht immer leicht, aber sie hat sich ausgezahlt. Der Entertainer ist bei uns in Linz gekommen, um zu bleiben. Er ist auch tatsächlich bis Ende 2024 ausgebucht von den Abteilungen. Aber neben dem ist einfach das Wichtigste, es wurden neue Freundschaften geknüpft, Konflikte konnten begraben werden und gelöst werden. Und wir haben wieder mal so schöne Sätze zu hören bekommen wie: Echt, echt cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, zusammenfassend kann man sagen, die Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, es braucht gar keinen großen Mitteleinsatz, um Wirkung zu entfalten, um die eigene Organisation zu bewegen und auch die Bevölkerung mitzunehmen. Im Kern braucht es zwei Dinge: ein kleines Kreativteam, das auch kreativ sein darf, und eine Führung, die das mitträgt. Und dann braucht es nicht viel, um tatsächlich etwas zu erreichen, was Anna gesagt hat, nämlich cool, was ich auf die Beine gestellt habe. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Berlin. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen bewegen, vielleicht zu einer Reise nach Linz. Es ist im Sommer sehr schön an der Donau. Dankeschön und alles Gute. Danke. Bis.